Ich komme gerade von der Arbeit und kann es kaum erwarten, die anderen zu treffen. Anscheinend hat Bill irgendein hochmodernes Gerät für Lockrufe. Keine Ahnung was. Und irgendwas hat geantwortet. Ich muss so schnell wie möglich hin. Darum müssen wir uns kümmern. Diese Spur ist mehr als nur heiß. Wir wollen beweisen, dass es hier Wölfe gibt. Ich bin sicher. Aber die Frage ist, was ist hier noch unterwegs? Denn ich sag euch, es gibt hier auf jeden Fall noch was anderes. Den Lockruf haben wir auf dem Feld abgespielt. Und es klang, als wäre die Antwort von da irgendwo gekommen. Sie war laut. Und wie? Sehr laut. Halt mal. Was ist? Frisch. Hier ist was durch. Jeff, scann mal die Umgebung. Nicht, dass hier irgendwas auf der Lauer liegt. Alles gut? Nein. Waffen hoch! Siehst du den Baum? Am Stamm leuchtet was. Kommt! Vorsicht! Langsam! Und? Der Stamm leuchtet auf dem Wärmebild. Guck mal! Der ist nass! Der trieft richtig! Riech dran! Nutz deinen Zinken! Das ist Pisse! Kein Zweifel! Das an dem Stamm ist Urin von irgendwas Hundeartigem. Und so hoch. Entweder ein Hund mit langen Beinen oder einem Riesenschwanz. Und schwer. Was ist? So sah das aus. Wie ein Springbrunnen. Möglich wäre es schon. Aber mal im Ernst, bei einem Hund ginge der Strahl bis hier. Bei einem Wolf wahrscheinlich bis da oben. Höchstens. Was kann bloß bis hier oben gepinkelt haben? Nur ein riesiges Vieh kommt so hoch. Ja, ein Superwolf. Hört ihr? Ja. Siehst du was? Nein, nichts. Wir sollten trotzdem leise sein. Was war das? Da! Hast du was? Nein. Siehst du was? Gar nichts. Moment. Ist da was? Da, gleich da vorne. Hier durch. Auf Jeffs Wärmebildkamera leuchtet es. Da müssen wir hin. Aufpassen. Waffen hoch. Nichts. Gar nichts. Auf dem Bild leuchtete es, aber da ist nichts. Gut umsehen. Dieser Kettenrassler muss Spuren hinterlassen haben. Hast du was? Nein, du? Nicht mal weggeschobene Blätter. Keine Blätter, keine Abdrücke. Nichts. Niete. Gehen wir wieder zu Huck und Willy. Gute Idee. Wir jagen ja schon lange Monster. Und wir haben schon viele seltsame Geräusche im Wald erlebt. Aber ich sag dir, dieses Kettenrasseln ist wohl das Merkwürdigste und Unheimlichste, das ich je gehört habe. Ich bin total durch den Wind. Was für ein Wesen schleppt hier eine Kette mit sich rum? Mitten im Nirgendwo. Das kann ich dir auch nicht sagen. Hör mal. Hey! Hallo. Und? Ja. Jeff hat auf dem Display etwas gesehen. Aber als wir hin sind, war nichts da. Dieser Wald ist irgendwie mausetot. Auch keine Spuren. Nichts. Nicht gut. Wir haben eine Kette rasseln gehört. Das war da hinten. Und das Ding aus dem Baum ist in die Richtung weg. Entgegengesetzt.
Vom Hochsitz aus habe ich einen Weg ins Unterholz hinter dem Zaun gesehen. Da ist ein Pfad. Dem sollten wir folgen. Da ist das große Vieh lang gelaufen. Jungs, da müssen wir hin. Ja. Aber wir haben keine Erlaubnis vom Eigentümer des Landes. Die brauchen wir. Am besten, wir bringen erst mal Huck hier weg. Wegen seines Knies. Heute Nacht kriegen wir nichts mehr raus. Willy, Bill, holt ihr das Fahrzeug und fahrt so nah wie möglich hier ran. Alles klar? Aber vorher muss ich noch was sagen. Was? Als du in dem Baum warst, Willy, da ist mir was aufgefallen. Du kriegst eine Glatze, alter Sack. Meine Güte. Auch gemerkt? Auf dem Display. Er sah aus wie der Papst. Willkommen im Club. Sorry, Willy, das musste sein. Diese Jagd lässt uns altern. Dann holen wir jetzt mal das Fahrzeug. Gleich wieder da. Wir müssen der Spur von der Kreatur aus dem Baum folgen. Da unten ist es durch. Aber Motor starten! Nicht ohne Erlaubnis. Komm, dein Taxi ist da. Aber erstmal muss Huck weg. Komm. Er braucht Platz. Er kann kaum noch laufen. Alle drin? Sind wir. Dann nichts wie weg. Los geht's. Nach Hause. Wir wissen, dass hier irgendwas ist. Komische Nacht. Und wir müssen rauskriegen, was. Viele Fragen. Gut, dass du das Schild mit dem Namen des Besitzers gefunden hast. Gut, dass dir nichts passiert ist. Das sag ich dir. Ich dachte, der zieht dir die Haut ab. Ich hatte Riesenangst. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Hier sind wir falsch, Willy. Ich hätte da hinten wohl links rumgemusst. Kann passieren. Ich drehe um und wir nehmen den anderen Weg. Was ist das denn? Junge! Was?